Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal Auroras Sternmagie. Heute wieder zum Thema Wunschpartner. Ich habe mir überlegt, wir legen heute mal mit dem Feentarot und schauen mal, welche Botschaften ich da erhalten darf. Habt etwas Nachsicht mit mir, das sind Riesenkarten. Ich glaube, die wurde für Männerhände hergestellt, denn man kann sie kaum in der Hand halten. Also wenn mir da mal der Stapel durch die Lüfte fliegt, dann seid nachsichtig. Ich hätte gerne einmal 5 Karten. Was darf ich denn erzählen? Einfach zum Thema Wunschpartner. Welche Botschaft darf ich überbringen? Eine. Und noch 2, bitte. Zwei Karten noch. Bin echt gespannt, was wir da für Botschaften erhalten heute Abend. Jo. Die sind wirklich unglaublich geladen hier. So, dann schauen wir mal rein. Gut, wir haben einmal 10 des Winters, die Auflösung von Schwierigkeiten. Eine Last wird dir von den Schultern genommen. Beenden einer Sucht oder mit Abhängigkeit. Gut, die Last wird dir von den Schultern genommen. Schauen wir mal weiter, in welche Richtung das noch geht. Wir haben die 4 des Winters, lauter Winterkarten. Lege deine Bedenken für den Augenblick beiseite, du kannst später eine Entscheidung treffen. Okay. Und den Prinz des Sommers haben wir hier. Romantisch mitreißend. Plötzliche Verliebtheit, total hingerissen sein, die Notwendigkeit während einer sehr emotionalen Erfahrung geerdet zu bleiben. Ich lege die jetzt alle erstmal hin und dann ziehen wir mit dem normalen Tarot nämlich Klärungskarten dazu und schauen dann mal tiefer rein. 10 des Sommers, ein emotional erfüllendes Leben mit Familie oder Freunden, Kinder vernünftig und weise erziehen. Nee, das ist... Innere Kraft, die nötige Gnade und innere Kraft, um Herausforderungen zu meistern, die Macht von Freundlichkeit und Vergebung. Und die Balance zwischen die, ziehe die Einwände aller Beteiligten in Betracht, verschmelze unterschiedliche Sichtweisen, um eine bessere Lösung zu schaffen. Lass dir Zeit, es gibt keinen Grund zur Eile. Naja, Zeit lassen tut er sich ja schon eine ganze Weile, ne? Also von daher schauen wir mal, was uns das Tarot noch sagt zu dem, die Auflösung von Schwierigkeiten, eine Last wird hier von den Schultern genommen. Dann schauen wir mal, welche Last ihm denn da von den Schultern genommen werden sollte. Da nehme ich 2 Klärungskarten für, bitte. Welche Last soll ihm von den Schultern genommen werden? Da haben wir einmal die 7 der Münzen und der König der Kelche, beziehungsweise die Königin der Kelche. Dann in dem Fall, ihm wird insofern die Last von den Schultern genommen. Bei den 7 der Münzen geht es darum, dass man langsam erkennt, dass die Dinge, die man vorangetrieben hat oder die man gepflanzt hat, kleine Wurzeln, kleine Sprösslinge ziehen. Von daher sieht er, dass das mit euch langsam Früchte trägt, was ihm eine Last von den Schultern nimmt,
Und die Königin der Kelche ist, oder der König, wenn ihr, nee, der, ja, wenn ihr als Mann zuschaut, dann dreht es euch um. In seinem Fall ist es jetzt die Königin der Kelche, also wenn ihr als Frau zuschaut, ihr, jetzt habe ich es aber schön kompliziert erklärt, er weiß, dass ihr sehr mitfühlend, sehr liebevoll seid, ihr ruht in euch, ihr seid geduldig, was in seinem Fall auch ja sehr hilfreich ist, denn er ist nicht, wie wir in den letzten Legungen gesehen haben, der schnellste in seiner Entscheidungsfindung. Und von daher wird ihm eine Last von den Schultern genommen, dadurch, dass er sieht, dass das mit euch eben langsam zum Laufen kommt, dass ihr eine liebenswürdige Person seid und auch geduldig mit ihm seid, ihm auch helfend immer wieder die Hand hinstreckt, dass diese Belastung hat er mit euch eben nicht. Er fühlt sich geborgen und er weiß, dass es zwar langsam vorangeht, aber man sieht eben die ersten Sprösslinge, man sieht, dass sich da etwas entwickelt und das hat ihm oder das nimmt ihm die Last von seinen Schultern. Da kann er aufatmen. Also er weiß, dass es vorangeht und dass ihr weiterhin zu ihm steht. Jetzt haben wir die vier des Winters. Da schauen wir, hätte ich auch gern zwei Klärungskarten dazu. Die sagen nämlich, dass er seine Bedenken für den Augenblick beiseite legen kann. Gerne zwei Klärungskarten zu den vier des Winters. Was darf ich da erzählen? Was hat das mit seinen Entscheidungen auf sich? Eine Karte noch, Dankeschön. Oh, da haben sich drei versteckt, na dann. Jo. Ah, gut. Bei dem lege deine Entscheidungen für einen Augenblick beiseite, wird ganz klar, dass er hier, wartet mal, ich lege sie euch eine nach der anderen hin, dass es um ihn geht. Er eigentlich ein Mann ist, der Herrscher, der weiß, was er will, der ist entschlossen, der steht mit beiden Beinen im Leben. Der ist selbstbewusst. Eigentlich hat er den vollen Plan der Herrscher. Aber wir haben hier die Fünf der Schwerter, die uns wieder zeigt, dass dieser Mann einfach in seinem Kopf absolut festhängt. Das Gedankenkarussell fährt, fährt, fährt. Er hat auch ein schlechtes Gewissen euch gegenüber. Er ist in seinem Kopf absolut gefangen, seine Gedanken kreisen eigentlich permanent umher. Und der Mond dazu zeigt mir auch, dass er Angst hat. Also in ihm schlummern viele, viele Ängste, viele Gedanken, viele Träume, Wünsche. Aber er hat eine richtige Angst davor. Also er ist tatsächlich in seinem Kopf weiterhin gefangen und dann passt das auch sehr schön, wenn die andere Karte sagt, lege deine Bedanken für den Augenblick zur Seite. Dieser Mensch muss, ja, der muss einmal den Kopf ausschalten und einmal ja, in sich gehen, einmal wirklich wissen, was er will, sich seinen Ängsten stellen, weil eigentlich ist das ja kein Mensch, der unentschlossen ist, wenn ich den Herrscher nebendran sehe. Und dann haben wir noch den Ritter der Schwerter. Das ist eine sehr, sehr schnelle Energie, draufgängerische Energie. Ja, in dem Kopf dieses Mannes herrscht ein Tohuwabohu. Ich habe
so das Gefühl mit dem Ritter der Schwerter, wenn, so wie ich das reinkriege, würde er im Moment am liebsten abhauen. Also er würde am liebsten vor allem, was gerade bei ihm los ist, in seinem Umfeld mit euch, allem, er würde am liebsten gerade abhauen. Es ist ihm gerade absolut zu viel. Da ist zu viel im Kopf, da sind zu viele Ängste, da sind zu viele Gedanken. Er ist absolut überfordert. Und ich denke, dass dieses die Belastung hinter sich lassen, dass das Einzigste, was ihn, glaube ich, am Abhauen hindert, tatsächlich ist, dass er in euch jemanden sieht, für den es sich lohnt. Und dass er sieht, dass es bei euch langsam Formen annimmt. Aber er ist total verängstigt und ja, in seinem Kopf gefangen. Dieser Mensch hängt in seinem Kopf fest. Der analysiert, der hört zu wenig auf sein Herz, so wie ich das sehe. Plötzliche Verliebtheit, ja. Ja, wieder Königin der Schwerter ist gefallen. Die plötzliche Verliebtheit, was er an euch so schätzt, ist, die Königin der Schwerter trägt ihr Herz auf der Zunge, sehr ehrliche Persönlichkeit, weiß auch, was sie will, ruht in ihrer Mitte, ist geduldig. Da hat er sich schon in euch verliebt, er ist in euch verliebt. Ich denke, dass ihr so eine Mischung aus der Königin der Schwerter und die Königin der Kelche seid. Einerseits sehr, sehr liebevolle Persönlichkeit, andererseits wisst ihr aber auch, was ihr wollt. Er bewundert an euch auch, dass ihr zielstrebig seid, dass ihr fleißig seid. Ihr seid eine Person, zu der er auch ein Stück weit aufschaut, und in das ist er definitiv verliebt. Jetzt haben wir noch die 10 des Sommers. Ich hätte gern zwei Klärungskarten zu den 10 des Sommers. Und noch eine. Da, bei der 10 des Sommers geht es darum, um ein erfülltes Leben zu haben, also eine Familie haben, eine feste Beziehung haben, um diese Dinge. Und er weiß, dass er das nur erreichen kann, wenn er seine Koffer packt und sich auf den Weg macht, also auf den Weg zu euch macht. Denn der Page der Münzen ist nebendran gelegen. Der Page der Münzen zeigt Erfüllung, Erfüllung, Traumerfüllung, Erfolg, Frieden, Zufriedenheit. Und er weiß ganz genau, dass um diese Freude im Leben zu erreichen, muss er sich endlich auf den Weg machen. Auf dieser Karte sieht man sehr schön, die Frau hat ein Lastentier bepackt mit allem, was sie besitzt, und läuft los, und darauf läuft es bei ihm hinaus, und das weiß er. Er muss seine Koffer packen und loslaufen in eure Richtung, damit er seine Erfüllung erhält. Also, das ist ihm auf jeden Fall klar. Und hier haben wir jetzt die nötige, die Kraft, also er hat die Kraft, ne? Die Kraft ist hier gefallen, innere Kraft, sich Herausforderungen zu stellen. Und jetzt schauen wir mal. Es ist die Zeit anzuerkennen, wie wundervoll du bist. Also er hat schon die Kraft, er hat schon die innere Stärke, aber er ist so unglaublich zerrissen. Das passt ja auch so schön hier, die Kraft und da der Herrscher. Also eigentlich ist das ein Mann, der schon weiß, was er will. Ich weiß ja nicht, was, das wisst ihr, was in seinem Umfeld
da alles so eine Rolle spielt, dass er so zerrissen ist in sich, so mit schlechten Gewissen und Ängsten und am liebsten abhauen wollen. Also dem geht es nicht gut, diesen Menschen. Ich hätte gern zwei Karten zur inneren Kraft. Was darf ich zur inneren Kraft sagen? Also mit seiner Kraft ist er eigentlich am Ende, das kann ich euch sagen. Der Turm ist gefallen, der Turm bedeutet Ende, Stillstand, Zerstörung im Tarot. Im Lenormand hat er noch andere Bedeutung. Und sieben der Schwerter ist gefallen. Die sieben der Schwerter zeigt an, sich so bedeckt halten, ja, also nicht drauf loslaufen. So aus dem Hinterhalt agieren, also nicht wirklich ja, zu etwas stehen auch. Und er ist im Moment mit seiner Kraft tatsächlich am Ende. Er kann im Moment von seiner Kraft her nicht zu euch stehen, was man hier oben ja auch sieht, mit seinen vielen Ängsten im Kopf und dass er am liebsten davonlaufen würde, obwohl er ja sieht, dass das mit euch am Wachsen ist und dass ihr eine wunderbare Frau seid. Und er weiß auch, dass er loslaufen muss, aber er hat die Kraft im Moment nicht. Er hat einfach die Kraft nicht. Der Mann ist fertig, würde ich sagen. Oder die Frau. Und jetzt haben wir die Balance noch. Was darf ich zu der Balance noch sagen? Zwei Klärungskarten bitte. Eine noch. Also es ist ganz schön heftig, was in diesem Menschen vor sich geht. Ich würde sagen, da ist kein Lichtblick außer ihr und das bisschen, was ihr zusammen, bisschen, ja, nicht falsch verstehen, aber das, was ihr zusammen habt, das ist so der einzigste Lichtblick. Gut. Die letzte Karte gibt Gott sei Dank Hoffnung. Es geht um seine Balance und seine Balance ist tatsächlich, wir haben einmal der Ritter der Stäbe und der Page der Stäbe. Das sind Energien, die er in euch sieht, kreativ, voll im Leben, Lebensfreude, bisschen Abenteuerlust, Spaß haben, ihr bringt ihn zum Lachen und hier ist der Page der Stäbe gefallen, der Page der Stäbe sagt, yeah, ich schaff das, ich bekomme das hin, ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin ein Sieger. Also das Ende vom Lied für ihn, um in seine Balance zu kommen, das ist ihm absolut klar, das seid ihr. Mit euch, er fühlt sich in seiner Balance, wenn er mit euch zusammen ist, weil ihr ihn, ich sag's jetzt mal, zum Lachen, zum Tanzen, zum Träumen, zum Feiern bringt, alles andere vergessen lässt, was sonst so an ihm nagt. Also weiß er schon, ja, mit euch kann er glücklich sein. Aber er ist im Moment mit seinen Kräften, wie ich gesagt habe, absolut am Ende. Er würde am liebsten alles hinschmeißen. Und damit meine ich jetzt nicht nur das mit euch, sondern tatsächlich alles hinschmeißen, weil ihm im Moment alles zu viel ist. Diesem Menschen ist seine ganze Situation im Moment zu viel. Ja. Er weiß, was er zu tun hat, er weiß, dass er aufbrechen muss und er weiß, dass er mit euch seinen inneren Frieden und sein Glück findet, aber die Ängste und die Gedanken, die diesen Menschen da festhalten, ja, ich möchte sagen, in seiner Haut möchte ich gerade oder in ihrer Haut möchte ich gerade nicht stecken. Ist nicht schön, was in ihm vorgeht.
Jetzt möchte ich mal schauen, welcher Engel ihn denn begleitet in dieser Zeit. Welcher Engel ist denn bei ihm, bei ihr in dieser tatsächlich schwierigen Situation? Das ist doch sehr schön. Engel in Menschengestalt, du bist nicht alleine. Also ihr dürft als kleinen Trost wissen, er ist geführt, er ist nicht alleine, er muss das nicht alleine durchstehen. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass er aus dieser Situation natürlich wieder rauskommt. Aber vielleicht muss dieser Mensch auch erst einmal wirklich, es hört sich jetzt hart an, ne, aber so weit getroffen sein, dass er endlich eine Entscheidung trifft. Also ich denke, wenn man immer so, oh, aber da ist es schön und da ist es schön und alles ist ja so prima, trifft man nie eine Entscheidung. Und ich denke mal, dass das für ihn gar nicht schlecht ist, dass er jetzt gerade so ein ganz kleines bisschen durch seine persönliche innere Hölle geht. Ich hoffe, die Botschaft hat euch gefallen. Sie ist jetzt nicht so prickelnd, aber ihr wisst jetzt, wie es in ihm aussieht, und es sieht gerade nicht gut in ihm aus. Falls es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, da freue ich mich, oder schreibt mir was in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehrere Legungen von mir sehen möchtet, drückt doch die Abo-Glocke, dann sehen wir uns schon bald wieder. Und morgen gibt es, genau, das Engelseelen-Orakel. Denkt dran, eine Frage euch zu überlegen, morgen bekommt ihr sie beantwortet. Habt noch einen wunderschönen Samstagabend, bis morgen. Tschüss.